Auf geht's, erstes Pulli. Schon mal hart umkämpft, die Eisbären kontrollieren die Scheibe, spielen in Weiß. Ja, da haben wir Tyler Spink, der rauslegt. Und jetzt geht's zurück zur blauen Linie. Larkin verteilt. Jürz. Spink. Spink mit der Chance und Spink mit dem Tor. Schwenningen führt mit 1:0. Tyler Spink eröffnet. Für Tyler Spink. Wir schauen uns die Entstehung an. Jürz bewegt den Puck hinter das Tor und dann die Kombination. Schnell in den Slot gespielt. Dort also Tyler Spink mit doch zu viel Platz aus Eisbärensicht, dass das jetzt mal wieder funktioniert hat. Und vielleicht klappt es ja gleich nochmal. Scheibe wird ganz gut bewegt. Schuss kommt, Rebound ist da, die Ablage und Hilde Brandt ist der Retter für Berlin. Noch ein bisschen unglaublich mit dem Kopfschütteln. Wir schauen noch mal. Super Scheibenbewegung da bei den Wild Wings. Dann gibt es den Rebound vor dem Tor. Und was dann passiert, ist phänomenal. Überragend, was Jack Hildebrandt da macht. Der war schon nicht so einfach, aber der hier, der ist besonders. Mega Save. Kommt auch mal an den Puck. Freddy Tiffels. Geblockt. So, und jetzt ist es in Schwierigkeiten. Jetzt ist die Scheibe weg und der nächste Breakaway, Karatschun. Und der ist drin. 2:0 für die Wild Wings. Wird ausgenutzt. Puckverlust, Tiffels an der eigenen, an der gegnerischen blauen Linie. Und dann gibt es kein Halten mehr und Karatschun jagt das Ding unter den Querbalken. Puck bleibt da sogar stecken, da direkt an der Wasserflasche von Jack Hildebrandt, der diesmal auch. Wieder ein Pass extra von Nöbels, dann kommt nochmal ein Schuss von der blauen Linie. Eriksson pariert und hält dann die Scheibe im Spiel. Und Senishin ist vorbei an Müller. Da ist die Chance, da ist das Tor, da ist das 3:0. Und damit endgültig alles klar. Minute 19 vor dem Ende. So, und Eriksson macht es möglich. Anstatt den Puck da zu halten, geht er ein bisschen ins Risiko, aber wird belohnt. Senishin übernimmt die Scheibe, schlenkert an Müller vorbei und findet dann Platzer. 3:0. Schwenningen. Die Schwenninger Wild Wings unterstreichen einmal mehr ihre Heimstärke und bezwingen die Eisbären Berlin, den Tabellenführer, mit 3:0. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.